Mami. Ah, ihr riecht gerade aber ganz schön nach Scheiße. Na. Mami. Und Mathilda, sag mal Schnee. Nee. Osterhase, kommst du bald? Tschüss, Omi, zeig noch mal deinen Po. Hallo, Freunde der schlechten Unterhaltung, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute mal wieder ein Storytime-Video. Was heißt mal wieder? Ich habe erst ein Storytime-Video. Ich finde die Storytime-Videos immer ganz cool, weil da ja die YouTuber einfach auch so eine ganz private Seite, vielleicht auch eine Seite, die man nicht erwartet, von sich preisgeben. Oder aber, was ich auch liebe, sind die Storytimes, wo ja Menschen einfach berichten, wie es ihnen in bestimmten Geschäften, in Designergeschäften vor allen Dingen, also das ist das, was es hier sehr, sehr oft gibt auf YouTube, gefallen hat. Ich habe wirklich kein Video gefunden, wo sich jemand mal positiv über eine ja, Erfahrung geäußert hat, die er in einem Designerschuppen gemacht hat. Ja, ihr merkt schon an meiner Wortwahl, Designerschuppen. Ich bin jetzt nicht diejenige, die hier jede Woche im Gucci steht, ganz im Gegenteil. In meinem Leben zweimal bei Tiffany's, und da muss ich tatsächlich sagen, war ich beim letzten Mal nicht ganz so, habe ich mich nicht ganz so willkommen gefühlt. Die Dame meinte auch zu mir, weil es ging ja um die Kettenlänge, das hatte ich euch ja erzählt von meiner kleinen Tiffany-Bohne, die ja viel, viel, viel zu kurz war. Und da mussten wir das halt alles nochmal neu ausmessen, um dann halt die Länge zu bestellen. Und ich habe ihr halt gesagt, dass ich normalerweise nur so lange Ketten trage, und da meinte sie halt so, ja, aber die Länge sieht ja nicht gut aus. Ist jetzt nicht nett, dass du sowas sagst, weil ich habe ja gerade in dem Moment die Kette umgehabt. Aber nun gut, es ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt ewig lange drüber aufrege. Es ist in der Regel so, dass sich Menschen immer über Negatives beschweren, als sich über Positives zu freuen. Das nur mal so ganz kurz vorab. Ich hatte bei Douglas mal eine Schulung bei einem Motivationstrainer, der wohl auch einige ja, Stars coacht. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr aufschlussreich, und man ist da wirklich total motiviert rausgegangen. Ich müsste mich bei sowas eigentlich nochmal anmelden. Das hat mir echt gut getan. Und er meinte, dass in einem Einkaufszentrum in New York ein riesengroßes Bouquet voller Rosen, das ganze Einkaufszentrum muss nach Rosen gerochen haben. Es war wunderschön. Niemand hat sich dazu geäußert. Kaum jemand ist stehen geblieben. Und zwei Wochen später hat man da einen Riesenhaufen voller Pferdescheiße in das Einkaufszentrum, also direkt an so einem gesammelten Punkt, aufgebahrt. Und ihr glaubt nicht, wie viele Leute da stehen geblieben sind, beziehungsweise sich eben beschwert haben. Also es ist so, Menschen, ich schließe mich da nicht aus, wir können uns immer sehr, sehr gut beschweren, aber wir, ja, wir loben einfach zu wenig. Das möchte ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich muss sagen, ich habe letztens in der Apotheke was gekauft, und die Frau hat mich so gut beraten, dass ich tatsächlich noch was mitgenommen habe. Da ging es um Hautpflege, und ich habe tatsächlich eine E-Mail hingeschrieben an die Apotheke und habe, ja, eine Lobeshymne für die Apothekerin da geschrieben, weil, wie gesagt, sowas passiert einfach zu selten. Halb aus diesem Grund, lange Rede, gar keinen Sinn, wollte ich euch meine Erfahrung mitteilen, wie es bei uns war im Designerladen. Christoph und ich, wir waren am 14. Februar, also zum Valentinstag, in Hamburg unterwegs. Das haben wir uns ganz fest vorgenommen. Christoph, der wollte sich mal ein paar neue Klamotten holen, weil Christoph holt sich nie neue Klamotten. Also der hat seine T-Shirts von H&M für 20 Euro bestimmt locker 6-7 Jahre an, bis man die wirklich, ja, zerreißen kann, weil die hauchdünn sind wie ein Papier. Ich wollte auch nach Hamburg, weil ich eben nach meiner Tasche schauen wollte, nicht um sie mir zu kaufen, um Gottes Willen. Ich hätte sie mir wahrscheinlich in anderthalb, zwei Jahren leisten können. Aber ich wollte einfach mal gucken wegen der Größe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich die kleine, die mittlere oder die große Größe haben möchte. Und mit dem Modell war ich mir sicher, aber ich war halt von der Größe her noch unschlüssig. Jedenfalls waren wir dann in Hamburg. Wir sind als erstes zu Boss rein und sind reingekommen und wurden total positiv und freundlich empfangen. Es waren, glaube ich, 4 Verkäufer auf der Fläche, was ich als sehr viel empfand, weil ich glaube, neben uns war noch ein anderer Kunde drin, ansonsten niemand. Und die haben uns alle super freundlich begrüßt, überhaupt nicht aufdringlich, einfach nur, ja, hallo, guten Tag. Also ganz, ganz nett, ganz, ganz freundlich. Christoph hatte sich vorgenommen, eine Lederjacke zu kaufen. Das will der schon, seitdem wir zusammen sind. Aber irgendwie ist er nie fündig geworden, und er wollte sich da halt richtig beraten lassen. Und innerhalb von 2 bis 3 Minuten kam auch ein sehr, sehr netter, ja, Verkäufer auf uns zu und hat gefragt, ob er uns helfen kann.
Und Christoph hat dann halt gesagt, dass er eine Lederjacke für sich sucht. Und eigentlich hat er auch geplant, nur eine Lederjacke und ein Shirt mitzunehmen. Und ja, daraufhin hat er seine Größe geschätzt. Ja, sie brauchen das und das. Und Christoph meinte so, ja, denken Sie, weil Christoph ist von einer anderen Größe ausgegangen. Aber der Verkäufer machte einen sehr, sehr soliden und sicheren Eindruck und brachte dann 3-4 Lederjacken vor, die Christoph halt auch komplett alle gefallen haben. Was wirklich der Wahnsinn ist, weil Christoph ist, was das betrifft, wirklich sehr, ja, schwierig. Beziehungsweise halt einfach, ja, er möchte halt einfach für sich die perfekte Lederjacke. Ich meine, Lederjacke ist auch teuer. Die erste Lederjacke an und die sah schon bombenmäßig bei ihm aus. Also wirklich Hammer. Und wir haben noch hin und her überlegt, aber letzten Endes ist es dann tatsächlich direkt die erste geworden. Der Verkäufer hat ihn letzten Endes so gut beraten, dass Christoph ein Shirt genommen hat, ein Pullover, eine Hose und die Lederjacke. Also er hat sich da einmal komplett eingekleidet. Und das, ja, liegt natürlich auch an der guten Beratung oder lag natürlich auch an der guten Beratung. Mathilda hat in der Zeit die Flusen in den Umkleidekabinen bei Boss rausgesucht. Mathilda findet überall einen Fussel. Also selbst wenn ihr denkt, eure Wohnung ist total clean, Mathilda findet einen Fussel. Sie hat da halt die Fussel aufgesammelt, ist dann zu den Verkäuferinnen und hat den Fussel gegeben, so häng, wie, ja, guck mal, ich habe einen Fussel, nimm den doch bitte und freu dich drüber. Die Verkäuferinnen waren alle total entzückt von ihr. Da war auch ein Verkäufer, der gesagt hat, ja, könnt ihr die nicht hier lassen. Also die Nudi hat den kompletten Laden da aufgemischt, ist im Laden rumgerannt, alle haben sich um die gekümmert. Und ich saß da und habe mir meinen wunderschönen Mann angeguckt und dann hat mich der Peter gefragt, ob ich was trinken möchte, ein Champagner oder ein Espresso. Und bei mir ist es immer so, wenn man mir zwei Sachen vorschlägt, dann suche ich aus den zwei Sachen aus. Ich meine, ich hätte sicherlich auch sagen können, einen Kaffee oder ein Latte Macchiato. Und ich aber ganz galant, so wie ich bin, ich dachte, hey, machst du mal einen auf Business Lady und habe einen Espresso getrunken. Komm, kippst du hinter. Nach dem Ding war ich 3 Tage wach. Ich sag's euch, ich hatte Herzkammerflimmern. Ich habe gedacht, ich flieg dort aus dem Laden raus. Christoph hat ein Wasser getrunken und Mathilda hat dann auch noch das Wasser umgeschmissen und hat dann auf dem Tisch, auf dem wunderbaren Glastisch von Boss einmal Bitsche-Batsche mit ihren Händen gemacht. War mir auch sehr unangenehm, aber es hat gerade kein Verkäufer gesehen. Und deshalb habe ich mir schnell meine Taschentücher aus der Wickeltasche genommen und habe den Tisch dort sauber geputzt. Leute, die mich gesehen haben, dachten bestimmt, ich bin da angestellt als Putzfrau. Aber es war mir halt einfach so unangenehm, dass ich es wegmachen musste. Wir wurden komplett abgeholt. Christoph wurde super beraten. Er hat sich auch dann nochmal bedankt für die tolle Beratung. Und es war ganz, ganz locker, ganz, ganz offen. Man hat sich überhaupt nicht gefühlt, als ja, würde man irgendwie unter den Verkäufern stehen. Was ja immer sehr oft rüberkommt in diesen Storytime-Videos, dass die Verkäufer sich halt für sonst was halten. Überhaupt nicht. Also es wurde sich um Mathilda gekümmert, es wurde sich um mich gekümmert und es wurde sich natürlich auch um die Hauptperson, weil Christoph hat ja da gekauft, super gekümmert, hat ja letzten Endes auch viel mehr genommen, als er eigentlich wollte. Also es war wirklich, wirklich top. Und dann habe ich es ihm gesagt, weil wir waren 1,5 Stunden im Boss drin und danach waren wir beide total beflügelt, obwohl ich nichts gekauft habe. Ich fand das halt so, so toll vom Erlebnis her. Gesagt so, Christoph, wir gehen jetzt noch was Schönes essen, dann fahren wir nach Hause. Ich wollte gar nicht mehr zu Longchamp. Und dann hat Christoph aber gesagt, doch, komm, wir gehen da jetzt rein. Dann sind wir zu Longchamp rein. Und auch da wurden wir gefragt, ob wir was trinken möchten. Und ich habe ja immer gesagt, ja, wenn ich mir meine Longchamp hole, dann trinke ich einen Champagner oder was auch immer. Und ich habe mir aber ein Latte Macchiato bringen lassen. Und dann haben wir da Taschen probiert. Ja, es geht um das, Modell Mademoiselle von Longchamp. Ich habe das gesehen in einer Werbung auf Instagram und habe mich, ich glaube, im letzten Jahr, im Mai oder so, und habe mich schockverliebt in die Tasche. Ich wusste, irgendwann wirst du dir diese Tasche leisten. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich sie irgendwann haben muss. Und ja, ich wusste halt noch nicht, ob in schwarz oder in braun. Und dann habe ich halt so rumprobiert und die hatten die große Tasche in schwarz gar nicht da. Und bei mir war relativ schnell klar, dass ich die große Tasche möchte, dass mir die kleine, die mittlere, das sind alles, ja, waren halt nicht meine Größen. Und auch da, die Verkäuferin war super nett. Klar kann jetzt wieder jeder, der irgendwelche negativen Hintergedanken hat, sagen, ja, na klar, die wollen was verkaufen. Die Verkäuferin, die mich da beraten hat, das war eine Japanerin. Und die hat gesagt, dass sie halt noch nicht so lange bei Longchamp ist und dass sie die Tasche halt auch mega schön findet. Und dann habe ich sie mir halt so drum gemacht, hatte natürlich auch die braunen Stiefel an mit Jeans und diesen Casual-grauen Oberteil. Und sie hat halt auch gesagt, die Tasche passt
perfekt zu mir. Also wenn man mich so sieht mit der Tasche, das sieht halt so aus, als ob es so sein muss. Ich habe ja aber auch gleich gesagt, dass ich für die Tasche noch sparen muss. Kann ja schon mal schauen, was einem so gefällt, dass man schon mal so ein festes Modell im Kopf hat. Und ich war mir dann auch ziemlich schnell sicher, dass es braun werden wird. Aber da war ich mir auch relativ schnell klar. Also wir waren da, glaube ich, 20 Minuten drin. Und dann wusste ich genau, welches Modell, welche Größe und welche Farbe. Und ja, dann habe ich gesagt, vielen Dank für die tolle Beratung. Und es wird auf jeden Fall die Tasche sein. Und dann, ja, meinte Christoph, haben Sie da irgendwie so ein spezielles Valentinstags-Packaging, weil ich möchte die Tasche gerne kaufen. Ja. Und das war, ich habe ihn angeguckt und gesagt, nein. Ich sage, was geht denn jetzt ab und warum willst du denn die Tasche kaufen? Und er so, ja, ich möchte sie dir gerne schenken, weil du ja die beste Mama bist für unser Kind. Und ja, da hat ganz, ganz viele nette Worte gesagt. Und die Verkäuferin war auch sehr gerührt. Ich glaube, und da war auch noch eine ältere Verkäuferin mit drin, die, ja, die hat sich da mit Mathilda beschäftigt. Und die hat halt auch gesagt, dass das mega schön ist, eine mega schöne Geste. Und das ist, ja, dass die zwei haben sich richtig für mich mitgefreut. Und ich konnte es gar nicht fassen. Ich stand da mit meinem Latte Macchiato und dachte nur so, okay, ich kriege jetzt meine Tasche oder was? Ist die nette Verkäuferin auch schon hintergegangen und hat die Tasche geholt und hat sie mir nochmal schön eingepackt. Und dann, ja, zum Abschluss hat sie mir gegeben im Beutel und hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat sie nochmal gesagt, sie ist noch nicht lange hier und sie möchte nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Und sie findet wirklich, dass diese Tasche perfekt zu mir passt und dass ich eine sehr gute Entscheidung getroffen habe. Und ich glaube ihr das auch. Jeder kann jetzt natürlich sagen, Franzi, du bist wahnsinnig naiv, aber es war einfach ein wunderschöner Tag. Es war der perfekte Tag. Es war der schönste Tag, den ich seit langem hatte. Und ja, danach habe ich Christoph natürlich erstmal abgeknutscht und mich tausendmal bedankt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und das ist die Tasche. Also sie passt halt auch einfach wahnsinnig gut zu meinem Kleiderschrank. Und ich finde sie einfach überm Arm. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also sie, ja, also sie ist wirklich perfekt. Sie ist meine Traumtasche. Sie fühlt sich wahnsinnig toll an. Also ich habe noch nie eine Tasche gehabt, die sich so anfühlt. Auch wenn ich sie drum habe, fühlt sie sich einfach total schön an. Ich finde das auch toll mit diesen goldenen Details. Es passt einfach mega gut zu dem Cognac. Und ich muss auch sagen, die Farbe kommt auch sehr, sehr gut in der Kamera rüber. Also ihr seht sie wirklich original. Dann hier nochmal, ja, das Longchamp Logo und ja, also finde ich wirklich mega, mega schön, mega edel. Sie ist sehr, sehr schlicht. Das ist wie gesagt keine Louis Vuitton und keine Gucci-Tasche, weil sowas einfach nicht zu mir passt. Aber ich bin mega verliebt und wollte euch einfach, ja, das positive Erlebnis von unserem Einkauf mitteilen. Also wie gesagt, wir sind super begeistert und ich kann euch den Longchamp Store und auch den Boss Store in Hamburg super empfehlen. Was dazu, ich habe jetzt meine Traumtasche. Ich wollte sie euch, es war mir ein Bedürfnis, sie euch nochmal im Video zu zeigen. Und ihr habt auch alle gesagt, dass die Tasche in der Insta-Story eindeutig zu kurz kam. Und ich trage sie wirklich bei jeder Gelegenheit. Und ich liebe sie. Ich liebe diese Tasche. Ich bin so glücklich, wenn ich sie ansehe. Und ich bin Christoph einfach unfassbar dankbar. Und ich kann es immer noch nicht fassen, weil wir uns zu Valentinstag nie was geschenkt haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich habe euch vielleicht bestärkt, auf euer Schmuckstück hinzusparen, falls ihr die auch haben möchtet. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ein extra Video zu einem What's in my bag haben möchtet, dann sagt gerne Bescheid, dann zeige ich euch die Tasche auch noch genau von innen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, seid positiv und ja, beschwert euch nicht so viel, sondern lobt vielleicht auch mal ein bisschen. Das ist so vielleicht auch der Hintergrund von diesem Video. Macht's gut, Tschüssilein und Knutschilein.